Genau. Kann man schon, ja, so einfach dieselbe Form. Ja. Oder hätten wir es von innen machen müssen? Nö, nee? Ist gut. Gibst du mir noch einen? Ja. Was verbirgt sich hinter dem Verein Kinderarche? Die Kinderarche ist eine schulische Nachmittagsbetreuung, findet hier in der Grundschule in Etelsen statt. Dort sieht man auch gleich unsere schönen Räume, in der wir uns aufhalten. Die Kinder kommen direkt nach der Schule zu uns in den Räumen. Dort nehmen wir eine warme Mahlzeit ein mit den Kindern zusammen. Dann betreuen wir die Kinder bei den Hausaufgaben. Wir geben Hilfestellung, wir bieten einen Förderunterricht nachmittags an. Und danach wollen wir eigentlich nur noch Spaß, Spiel, Freude haben. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit der Daimler AG? Ja, die Daimler AG ist 125 Jahre alt geworden und anlässlich dieses Datums hat man sich entschlossen, eine Initiative ins Leben zu rufen, die da heißt Wir bewegen was. Eine Projektreihe, wo man sich bewerben konnte als Mitarbeiter. Und da fiel mir sofort die Kinderarche in Etelsen ein und ich habe dort angefragt, ob es was gibt, was ich tun kann. Und wir haben gemeinsam ein Konzept entwickelt, haben das eingereicht und wurden bei dieser Bewerbung ausgewählt. Was soll konkret auf dem Schulhof entstehen? Ein Schiff. Wir bauen ein großes Holzschiff. Welche Nutzung ist geplant? Ja, das tolle große Holzschiff soll eigentlich dazu dienen. Wir Kinder, also die Kinder und auch wir Betreuer wollen ganz viel Spaß auf dem Schiff haben. Also wir möchten uns da auch drauf bewegen können. Wir wollen dort Spiele spielen, dort kann man sich ja hinsetzen, dort kann man klettern. Ja, und all diese tollen Dinge wollen wir auf diesem schönen Holzschiff machen. Welche Widrigkeiten gab es in der Planungsphase? Was wir unterschätzt haben, ist tatsächlich gewesen die Planungsphase. Wir sind angewiesen auf fremde Hilfe. Wir sind angewiesen auf Leute aus der Umgebung, die uns bei der Erstellung des Holzschiffs helfen können. Es gibt auch Vorgaben vom TÜV. Wir müssen eine DIN-Norm einhalten, weil dieses Holzschiff auf einem öffentlichen Schulhof errichtet wird. Da gibt es Sicherheitsanforderungen und auch Anforderungen an die Verarbeitungsmethode des Materials. Das war umfangreicher, als ich es erwartet habe. Aber ich bin der Meinung, wir haben das Richtige ausgesucht und wir werden es schaffen, dass der TÜV dann auch seinen Segen dazu gibt. Wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen? Bis spätestens Weihnachten. Wird es eine Einweihungsfeier geben? Selbstverständlich, das muss doch gefeiert werden. Die Kinder sind ja schon ganz aufgeregt und wir verfolgen das natürlich auch alles. Und gefeiert werden muss auf jeden Fall. Also es wird eine richtige Schiffstaufe geben. Ja, natürlich werden wir das Schiff in irgendeiner Form übergeben. Wir werden sicherlich auch feiern mit den Kindern und den Eltern der Kinderarche. Ich hatte mir persönlich gewünscht, dass wir die Übergabe machen bei warmem Wetter und kaltem Bier. So wie es aussieht, werden wir aber auch Glühwein anbieten. Fassen alle den Spaten an. Ne?